Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Prepper Food Video. Heute wieder aus der Manufaktur FedEx Dauerwaren. Linseneintopf mit Speck. Geht doch mal in den Supermarkt und holt euch mal so ein Döschen Linseneintopf. Da guckt ihr mal auf die Haltbarkeit. Wie lange ist das haltbar? 3 Jahre? 4 Jahre vielleicht. Ich denke, so in etwa wird das so sein. Ich glaube, letztes Jahr im Herbst von der Firma FedEx Dauerwaren die hier geordert. Ja? Und das ist die Haltbarkeit bis zum Februar 2028. Mal genau hingucken. 2028. So, ich lese mal vor, was drin steht, was drauf steht. Können Sie aber auch ablesen. Linseneintopf in einem Topf geben, bei schwacher Hitze erwärmen, gelegentlich umrühren, nach Belieben nachwürzen. Zutaten: Linsen, Schinkenspeck, Trinkwasser, Milch, Steinsalz, Gemüse, Zwiebel, Lauch, Kartoffel, Karotten, Gemüsebrühe, Pfeffer, Zucker. Keine Haltbarmacher. Inhalt sind 400 Gramm verzehrfertig. Pro 100 Gramm haben wir 87 Kalorien, 3,72 Gramm Fett, davon gesättigte Fettsäuren 1,39 Gramm. Kohlenhydrate 8,31 Gramm, davon Zucker 0,91 Gramm, Eiweiß 4,51 Gramm und Salz 0,55 Gramm. Hier zum Nachlesen einmal auf Stopp drücken. So, dann wären wir also bei 360 Kalorien pro Dose etwa. Und die werde ich mir jetzt in meinem Töpfchen warm machen. No. Also, mal hier. Das ist ein bisschen ungünstig gestellt, würde ich sagen. Ja. So, besser. Also, mal ein bisschen Kette geben hier. Weil im Survival-Notfall oder wenn die Zombies kommen, wollen wir schnell essen und dann weiterlaufen. Nee. So. Ich hoffe, ihr habt das Zischen gehört. Oh, sieht aus wie Linsensuppe oder Linseneintopf. Und riecht aus, also riecht so, schmeckt, riecht so, sieht so aus. Und ab ins Töpfchen. Jetzt kommt der Tipp. Die weiße Beschichtung erstmal den Topf hier auf den Kocher stellen. Jetzt kommt der Tipp: tut das nicht so auf den Topf, diese Beschichtung da drin, das ist wie Plastik. Ja? Das schmilzt in das Essen rein und dann hat es das Essen hinter sich. Wie ihr seht, das fängt schon an zu brutzeln. Ja, da habe ich bei meinem Kartonka-Töpfchen keinen Griff mehr oder keinen Griff dran. Also nehme ich mein Multitool. Und rühre ein bisschen. Und der Grund ist, warum ich zum Beispiel den
Plastik-Spork benutze. Diese Tatonka-Töpfchen, die haben so eine Beschichtung, die ist nicht so unbedingt dafür geeignet, mit metallenen Gegenständen zu rühren. Das zeige ich aber auch in einem anderen, oder habe ich schon gezeigt in einem anderen Review über dieses Tatonka-Töpfchen. Und ja, so, jetzt lassen wir es noch ein bisschen erhitzen. So sieht das aus. Wie typischer Linseneintopf oder Linsensuppe. Machen wir mal einen kleinen Cut. Und wenn ihr so eine liebe Oma hattet, wie ich die hatte, die gerne Linseneintopf gemacht hat, dann wisst ihr, wie der schmeckt. Wenn er frisch gemacht wurde, hatte der so eine leichte säuerliche Note vom Essig, der da reinkommt. Wir haben hier Linsen, Speck, Trinkwasser, Milch, Steinsalz, Gemüse, Zwiebel, Lauch, Kartoffel, Karotten, Gemüsebrühe, Pfeffer, Zucker. Keinen Essig. So. Ich bin gespannt. Ich habe ihn noch nicht probiert. Linseneintopf ist ja nun mal ein Essen, das vom appetitlichen Ansehen nicht jedermanns Sache ist. Und vom ersten Geschmäckelchen. Ja. Na ja. Mal gucken. Sieht aber gut aus. Leicht süßliche Note. Lecker. Seht ihr? Linsen, Kartoffeln, Karottchen. Wie gesagt, also die Ansichtssache, ob das einem lecker aussieht oder auch nicht. Ich mag den Geschmack und den Geruch und auch das Aussehen von Linsensuppe oder Eintopf. Und er hat Hausmacherqualität vom Geschmack her, von dem, was ich weiß. Wenn Frau Brehm ihn zum Beispiel macht, dann sieht er genauso aus. Schmeckt auch so ähnlich wie der von Frau Brehm. Klar, Frau Brehm hat natürlich ihre eigene, hat ihre eigene Rezeptur, aber das ist lecker. Und haltbar ist der bis 2028. Mit 17 bekommen habe ich den 2016, der ist 12 Jahre haltbar. Also besser preppen kann man nicht. Also zumindest mit Konserven. Aber ich bin mir sicher, der ist noch 10, 15 Jahre länger haltbar. Gutes Essen. Sehr gutes Essen. Hausmacher. Wow. Ich esse dann jetzt mal weiter und sage danke fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bin ja blöd.
Auto noch vom LKW fahren. Noch hier so ein Laugenbrötchen dabei. Das habe ich mir gedacht. Nehme ich hier. Tunktest du hier rein? Nee, das wäre natürlich nobel in so einer Situation, wenn man das unbedingt braucht. Wow. So ein kleines Vorschaubild. Brüssel ich jetzt hier rein, mach die Linsensuppe oder den Eintopf ein bisschen reichhaltiger. Man könnte das auch mit Bannock machen. Ja? Sowieso Laugen. Da ist er. Jawohl. Also hier von Fettig Dauerwaren. Der Linseneintopf. Kann ich nur empfehlen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, Matjo, schwenkt die Hut, tschüss, hab und schwenkt die Kapp.